Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Optimierung unter Nebenbedingungen. Wir wollen jetzt also auch Funktionen mit mehreren Variablen optimieren, machen das zunächst aber mal in dem Spezialfall, dass es noch eine Nebenbedingung gibt. Das hat mehrere Gründe. In gewisser Weise macht es die Nebenbedingung uns einfacher, das auch mit Methoden zu behandeln, die wir schon kennengelernt haben. Zum anderen ist dieser Spezialfall mit Nebenbedingungen zu optimieren besonders wichtig in den Wirtschaftswissenschaften, gerade in der Volkswirtschaft. Den Fall ohne Nebenbedingungen werden wir uns dann in einem späteren Kapitel noch anschauen. Zum Einstieg schauen wir uns deshalb gleich ein ganz konkretes wirtschaftswissenschaftliches Beispiel an. Wir haben eine Produktionsfunktion gegeben, groß f von x1 und x2, die ist definiert als 100 mal x1 mal x2. x1 und x2 sind dabei zwei Inputs. Generell in der Volkswirtschaft verwendet man da häufig Kapital und Arbeit, die benötigt werden, um einen bestimmten Output zu erzeugen. Die Details sollen uns hier aber nicht weiter befassen. Klar ist dann, je höher x1 oder je höher x2 ist, desto höher wird auch der Output, den ich produzieren kann, aber sie wirken eben gemeinsam in diesem Produkt. Beide Faktoren müssen groß genug sein, um einen bestimmten Output zu erzielen. Diese Produktionsfunktion ist nebenbei gesagt von dem Cobb-Douglas-Typ. Die Exponenten hier sind dann x1 hoch 1 und x2 hoch 1 implizit. Gut, was wissen wir weiter? Die Faktorpreise für diese beiden Inputs x1 und x2 betragen 2 bzw. 3 Geldeinheiten pro Mengeneinheit. Und die Aufgabe ist jetzt, man bestimme die optimale Faktorkombination beim Produktionsniveau von Q gleich 200. Q wird hier als Variable für Quantity, als Menge benutzt. Das ist also das, was wir mit unserer Produktionsfunktion erzielen wollen. Schauen wir uns das also alles einmal an. Die Produktionsfunktion 100 mal x1 mal x2 soll jetzt bitteschön 200 ergeben. Das ist die Zielsetzung, die wir haben. Außerdem können wir uns die zugehörige Kostenfunktion hinschreiben, denn wir sollen ja die optimale Kombination der Faktoren bestimmen. Optimal heißt dann in diesem Zusammenhang die uns das Output-Niveau von 200 erzeugt und dabei die geringsten Kosten verursacht. Was sind bei Inputs von x1 und x2 unsere Kosten? Naja, ich brauche 2 Geldeinheiten mal die Menge x1 plus 3 Geldeinheiten mal die Menge x2. Das ist unsere Kostenfunktion. Und jetzt können wir uns klar machen, dass nicht jede mögliche Kombination der beiden Faktoren x1 und x2, die den gewünschten Output von 200 erzeugt, auch die gleichen Kosten verursacht. Überlegen wir uns mal mögliche Faktorkombinationen und die zugehörigen Kosten. Also ich schreibe mal hier x1, x2 und dann die zugehörigen Kosten in so eine kleine Tabelle hin. Also eine Möglichkeit, die ich jetzt mit bloßem Auge leicht sehen kann, wäre zu sagen, ich nehme 2 Einheiten vom ersten Input und eine Einheit vom zweiten Input. Dann habe ich 100 mal 2 mal 1 gleich 200. Kann also damit den gewünschten Output produzieren. Was sind die damit verbundenen Kosten? Dann muss ich also auch hier 2 und 1 einsetzen. 2 mal 2 ist 4 plus 3 mal 1 ist 3, zusammen 7. So, das ist also eine Möglichkeit, diesen Output zu erzeugen. Eine andere Möglichkeit wäre aber auch, die Rollen umzudrehen, nur eine Einheit von x1 und 2 Einheiten von x2 zu nehmen. Auch dann ist ja 100 mal 1 mal 2 gleich 200. Ja, diese Faktoren können sich also gegenseitig kompensieren und dann den gewünschten Output von 200 erzeugen. Dann schauen wir uns die damit verbundenen Kosten an. 2 mal 1 ist 2 und dann haben wir hier 2 mal 3 ist 6, haben wir also 2 plus 6 haben wir Kosten von 8. Das heißt also, von diesen beiden Faktorkombinationen, die wir uns angeschaut haben, ist die günstigere bisher jedenfalls die erste Faktorkombination, weil sie niedrigere Kosten verursacht. Jetzt gibt es aber ja natürlich nicht nur diese zwei Faktorkombinationen, sondern noch unendlich viele weitere, die alle diese
den gewünschten Output erzielen. Ich kann mir das zum Beispiel überlegen, indem ich hier diese Gleichung mal etwas vereinfache und durch 100 dividiere, dann sehe ich x1 mal x2 soll gleich 2 sein und das heißt x2 soll gleich 2 dividiert durch x1 sein. Und so kann ich, egal welchen Wert ich für x1 festlege, ich darf nur nicht eine Menge von 0 nehmen, weil dann kollabiert mir die ganze Produktion, aber sobald ich eine positive Menge x1 nehme, kann ich eine dazu passende Menge x2 nehmen. Ich könnte jetzt also auch zum Beispiel sagen, ich nehme nur eine halbe Einheit von x1. Und dann muss ich sagen, 2 dividiert durch 1/2 ist dann 4. Ja, braucht dann 4 Einheiten von x2 und kann das auch hier wieder in die Kostenfunktion einsetzen. 2 mal 1/2 ist 1 und 3 mal 4 ist 12 und dann entstehen mir sogar Kosten von 13. Ist jetzt natürlich auch klar, weil ich den etwas günstigeren Inputfaktor x1, der hat ja nur Kosten von 2, hier immer verringert habe und den von x2 erhöht habe. Aber ich könnte jetzt so auch noch andere Kombinationen durchspielen. Die Frage ist jetzt aber, unter all diesen möglichen denkbaren Kombinationen von x1 und x2, die alle den gewünschten Output von 200 erzeugen, welche ist denn die optimale, ja, die geringsten Kosten verursacht? Bisher scheint es die hier zu sein, aber wir haben uns ja bisher auch nur 3 konkrete Spezialfälle angeschaut. Halten wir das also einmal hier fest. Wir haben folgendes Optimierungsproblem, was wir lösen wollen. Wir haben eine lineare Kostenfunktion in 2 Variablen und die wollen wir minimieren. Die wollen wir aber nicht global minimieren, das wäre ganz einfach. Dann würde ich nämlich den Inputfaktor x1 auf 0 setzen, den Inputfaktor x2 auf 0 setzen und dann hätte ich Kosten von 0. Aber dann produziere ich natürlich auch nichts. Ja? Wenn ich also keine Inputs habe, habe ich zwar keine Kosten, aber auch keinen Output. Sondern wir möchten jetzt die optimale Kombination finden, sodass der Output 200 ist. Deshalb führen wir also noch eine Nebenbedingung ein. Man schreibt dafür manchmal ST aus dem Englischen für Subject to. Im Deutschen schreibt man auch häufig NB für Nebenbedingung. Ja, und die Nebenbedingung hier ist, dass 100 mal x1 mal x2 gleich 200 ist. Und dieses Optimierungsproblem wollen wir lösen und wir werden sehen, das können wir mit den bisher kennengelernten Regeln zum Optimieren von Funktionen mit nur einer Variablen sogar machen. Woran liegt denn das? Das kommt daher, dass ich eben durch die Nebenbedingung das Ganze eigentlich auf eine freie Variable zurückführen kann. Denn sobald ich x1 gewählt habe, weiß ich ja, wie ich x2 wählen muss. Implizit habe ich x2 also schon festgelegt, dadurch, dass ich ein bestimmtes Output-Niveau erreichen möchte. Und dann kann ich natürlich dieses x2 in meine Zielfunktion einsetzen und habe dann hier stehen 2 mal x1 plus 3 mal 2 dividiert durch x1 und das ist unsere Zielfunktion, die Funktion, die wir optimieren wollen, die Kostenfunktion und sie hängt jetzt aber nur mehr von einer Veränderlichen ab, weil die andere Variable implizit durch die Nebenbedingung festgelegt wurde. Ich kann mir die hier nochmal ein bisschen anders hinschreiben und kann dann sagen, das ist plus 6 mal x1 hoch minus 1. Um von dieser Funktion nun das Optimum zu bestimmen, gehen wir so vor, wie wir das auch sonst immer machen. Wir leiten ab und setzen gleich 0 und schauen uns danach die zweite Ableitung an. Die Ableitung hier von der Summe ist die Summe der Ableitung. 2 mal x1 ist linear, Ableitung ist die Steigung, ist 2. Dann vom zweiten Term 6 mal x1 hoch minus 1 haben wir den konstanten Faktor 6, den wir stehen lassen. Dann ziehen wir die minus 1 nach vorne, die schreibe ich hier als Minuszeichen hin und dann bekommen wir x1 hoch minus 1 minus 1 ist minus 2 und das können wir auch schreiben als 2 minus 6 1 zum Quadrat, wenn wir wollen. Und die setzen wir also gleich 0, um jetzt den kritischen Punkt dieser Kostenfunktion zu bestimmen. Das heißt also, wir bringen die 6 dividiert durch x1 zum Quadrat auf die rechte Seite
Und dann können wir mit x1 zum Quadrat multiplizieren und mit 2 dividieren. Das heißt, x1 zum Quadrat soll gleich 3 sein. Die x1 Quadrat hier rübergebracht und die 2 auf die andere Seite gebracht. Und dann müssen wir nur noch die Wurzel ziehen. Und das heißt, x1 ist gleich die Wurzel aus 3. Die, die gut aufgepasst haben, werden sagen, Moment einmal, x1 zum Quadrat gleich 3. Das heißt doch, x1 kann plus oder minus die Wurzel aus 3 sein. Das ist grundsätzlich aus mathematischer Sicht richtig. Aber wir sind hier natürlich in dem Fall, dass wir uns eine Produktionsfunktion anschauen. x1 und x2 können beide nur positiv sein. Wir können nur positive Mengen einsetzen. Das heißt, wir können hier das Vorzeichen weglassen. Wir wissen, x1 muss positiv sein und das nutzen wir schon aus. Ich klicke das also hier auf den Folien einmal weiter, haben hier die Ableitung stehen und haben die aufgelöst. x1 ist gleich die Wurzel aus 3 und das heißt, wir haben einen Wert von 1,7321 und so weiter, wenn ich das mal hier auf 4 Nachkommastellen runde. Dann können wir uns anschauen, was passiert mit der zweiten Ableitung. Da fällt die Konstante weg, minus 6. Bekommt noch dazu den Faktor minus 2. Daraus wird dann 12 und dann haben wir aus x1 zum Quadrat wird x1 hoch 3. Ja, ziehen im Exponenten nochmal einen ab. Und wenn wir dann hier für dieses positive x einsetzen, dann ist x1 hoch 3 auch wieder irgendeine positive Zahl und 12 durch was Positives ist auch positiv. Das heißt, die zweite Ableitung ist positiv. Ich habe sie hier auch mit dem Taschenrechner noch einmal konkret ausgerechnet. Das heißt, unser kritischer Punkt, x1 gleich Wurzel 3, ist auch ein Minimum unserer Kostenfunktion. Dann, wenn wir jetzt das x1 kennen, können wir das auch noch hier oben einsetzen, können also 2 dividiert durch die Wurzel aus 3 rechnen und erhalten damit den Wert von x2. Wenn man das tut, bekommt man da heraus einen Wert von 1,1547 und so weiter. Das heißt, die optimale Kombination dieser beiden Faktoren, x1 und x2, ist etwa 1,73 und 1,15 und so weiter. Wenn wir uns dann fragen, wie hoch sind denn dann die entstandenen Kosten in diesem Optimum, dann müssen wir nur diese beiden Werte in diese Kostenfunktion nochmal einsetzen und erhalten da 6,9282. Das heißt, mit meiner ersten Faktorkombination, die ich vorher in der Einleitung mal ausprobiert hatte, nämlich von 2 und 1 und zugehörigen Kosten von 7, waren wir schon relativ nah am Optimum dran. Es geht aber eben noch ein klein bisschen besser. Wir können die Kosten noch etwas weiter senken. Schauen wir uns das Ganze nochmal an, was das grafisch bedeutet. Ich habe hier einmal die Kostenfunktion aufgemalt. Hier haben wir die x1-Achse, die x2-Achse. Unsere Kostenfunktion war linear. In x1-Richtung haben wir eine Steigung von plus 2. In x2-Richtung haben wir eine Steigung von plus 3. Und dadurch entsteht jetzt also hier diese Hyperebene. Und auf der liegen also die Kosten in Abhängigkeit von x1 und x2. Und wir wollen die Kosten jetzt so gering wie möglich machen. Der einfachste Fall ohne Nebenbedingungen wäre dann natürlich sowohl x1 als auch x2 auf 0 zu setzen, hatte ich vorher schon mal gesagt. Da haben wir Kosten von 0. Das ist hier aber natürlich nicht zielführend. Wir wollen also die minimalen Kosten haben, die ein bestimmtes Output-Niveau erreichen. Wir dürfen also nicht alle möglichen Punkte hier betrachten, sondern nur die, die eine bestimmte Nebenbedingung erfüllen. Und die habe ich jetzt hier auf dieser schwarzen Linie einmal eingezeichnet. Das sind also alle Kombinationen, wo x2 gleich 2 dividiert durch x1 ist. Oder x1 mal x2 gleich 2, wie man es hinschreiben möchte. Und wir wollen jetzt also nur unter den Punkten auf dieser schwarzen Linie den finden, der also so weit wie möglich hier nach unten läuft. Wir können uns also anschauen, wo laufen wir durch diesen hellsten Punkt auf dieser Ebene durch. Und das wird also irgendwo hier unten sein. Ich klicke einmal weiter und da habe ich jetzt den Punkt auch markiert.
Anstatt uns das in dieser perspektivischen 3D-Darstellung anzuschauen, können wir es uns auch in unseren Niveaulinien, in dieser Wanderkartendarstellung anschauen. Auch hier wieder Input x1, Input x2. Und wir sehen, dass wir hier von 0 nach 4, nach 8 gehen in so Zweierschritten von x1, woran wir eben die Steigung von plus 2 in dieser Richtung sehen können. Und in der Richtung haben wir die Steigung von plus 3. Da schreiten also die Niveaulinien noch ein bisschen schneller voran. Und auch hier wollen wir jetzt also wieder minimieren, aber nicht zu dem Punkt 0, 0 hin, sondern nur unter den Punkten, die eine bestimmte Nebenbedingung erfüllen. Dafür habe ich jetzt mal hier die Niveaulinien zunächst weggelassen, die Farben weggelassen und habe nur die Nebenbedingung eingezeichnet, um die Darstellung nicht zu sehr zu überladen. Und x2 gleich 2 dividiert durch x1 ist diese rote Funktion, die wir hier abgetragen haben. Ja, wenn wir also hier zum Beispiel x1 gleich 2 einsetzen, kommen wir bei 2 einsetzen, kommen wir bei einem x2 von 1 heraus. Aber wir sehen, es gibt eben noch ganz viele andere mögliche Kombinationsmöglichkeiten. Und jetzt können wir uns anschauen, naja, wie können wir jetzt mit unseren Niveaulinien hier nach unten kommen? Ich habe also mal ein paar Kombinationen ausprobiert hier und habe dann hier die Niveaulinie für unsere Kostenfunktion eingetragen, wo wir Kosten von 8 erhalten. Und da gibt es also zwei Kombinationsmöglichkeiten von Inputs. Also dieses x1 und zugehöriges x2 erzeugt den gewünschten Output, weil es auf der roten Linie liegt. Und diese Niveaulinie von 8 zeigt mir, es werden damit Kosten von 8 erzeugt. Und dasselbe würde für diese Faktorkombination gelten. Auch die erzeugt den gewünschten Output von, also wir haben eine Einheit von x1 und dementsprechend zwei Einheiten von x2. Und das hatten wir uns ganz am Anfang schon in die Tabelle geschrieben. Die zugehörigen Kosten, die dann entstehen, sind 8. Und dann sehen wir aber, wir können hier immer noch ein bisschen weiter runter im Niveau unserer Kostenfunktion. Ja, wir können also noch von diesem dunklen Grau zu einem helleren grauen Wert hinuntersteigen. Und da hätten wir also hier die Kosten von 7. Da liegt zum Beispiel der Punkt drauf, den ich ja auch zu Anfang ausprobiert hatte, die Faktorkombination 2 und 1. Und dann gibt es hier noch eine zweite Faktorkombination, die dieselben Kosten erzeugt. Und wir haben immer noch eine minimale Verbesserungsmöglichkeit. Und wenn wir dann nochmal das Niveau weiter nach unten drücken, dann kommen wir hier an einer Stelle an, wo diese Niveaulinie der Kostenfunktion genau eine Tangente an diese Funktion aus der Nebenbedingung ist und wir unsere optimale Faktorkombination von 1,7 und 1,15 etwa erreicht haben. So kann man sich das Ganze vorstellen. Der Grund, warum das hier relativ einfach war zu bestimmen, war, dass die Nebenbedingung eine besonders einfache Form hatte, dass x2 gleich 2 dividiert durch x1 ist. In dem Fall, wo die Nebenbedingungen komplizierter werden, ist das Verfahren, was wir hier eingesetzt haben, das Substitutionsverfahren, aber nicht mehr so leicht möglich. Und da brauchen wir noch eine andere Lösungsmöglichkeit für diese Optimierung unter Nebenbedingungen, die wir im nächsten Video kennenlernen werden.